Und zwar gucken wir uns jetzt von Sebastian von Filmstarts das Video an. Jurassic World 4. Was erwartet uns noch? Ja, die Frage ist bezogen auf, was kommt nach Jurassic World Dominion? Das Video wurde hochgeladen, nachdem der Film Jurassic World Dominion im Kino gelaufen ist. Das heißt, hier werden sehr wahrscheinlich so ein, zwei kleine, größere Seitenhiebe an Jurassic World Dominion vergeben werden. Deswegen, gerade an alle Jurassic World Dominion Liebhaber nicht ernst nehmen, die ganze Nummer. Aber ich bin trotz allem sehr gespannt, was Sebastian jetzt sagt über eine mögliche Fortsetzung, denn der hat ja immer wieder mal sehr interessante Ideen, wie das Ganze weitergehen könnte. Auch auf meinem Kanal habe ich schon ein Video gemacht, auf meinem Hauptkanal, was ich denke, wie Jurassic World weitergehen könnte, wie es eventuell weitergehen wird. Jetzt schauen wir mal, wie ein Sebastian die ganze Sache hier beurteilt, nachdem er natürlich Jurassic World Dominion gesehen hat. Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ich will mit euch mal über Jurassic World 4 sprechen, beziehungsweise ob überhaupt so etwas wie Jurassic World 4 nach Teil 3 kommen kann oder wie es überhaupt mit diesem Franchise an sich. Die erste Frage kann man jetzt ja schon mal beantworten. Das war damals noch nicht so ganz sicher, aber ja, Jurassic World wird weiter fortgesetzt werden. Das hat Colin Trevorrow ja bereits angekündigt. Der wird zwar nicht mehr, Gott sei Dank, auf dem Regiestuhl sitzen, aber es wird eine weitere Jurassic-Trilogie geben. Und bisher ist ja das Gerücht, dass eine Bryce Dallas Howard sogar Interesse daran hätte. Und die ist als Regisseurin wesentlich besser geeignet als Schauspielerin. Zumindest Claire. Claire ist als Charakter einfach sehr langweilig. Sehen wird. Das geht natürlich nicht ohne Spoiler zur gesamten Reihe, aber eben ganz besonders auch zu Jurassic World 3. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Auch sehr interessant ist, dass Sebastian tatsächlich mit Jurassic World eingestiegen ist. Der kannte Jurassic Park gar nicht und hat zuallererst Jurassic World 1 gesehen. Und fand ihn damals sehr schrecklich. Das große Mastermind hinter den Jurassic World Filmen, Colin Trevorrow, hat ja auch den ersten und den dritten Teil. Hat er den gerade Mastermind genannt? Film Colin Trevorrow hat ja auch World 3. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Come back. I always come back. Das große Mastermind hinter den Jurassic. Lassen wir einfach mal so stehen. Das Mastermind hinter den Jurassic Filmen. Das Mastermind, das bereits in Jurassic World 2 die ersten Logiklücken zu Jurassic World 1 mit der Lagune in das Skript geschrieben hat. Was übrigens keine Absicht war. Doch war es auch noch gewesen. Das macht es aber noch viel schlimmer. Er wollte einfach die Lagune außerhalb der Insel haben und hat dann eben drauf geschissen, ob es Sinn macht oder nicht. Das Mastermind. Goldfilm Colin Trevorrow hat ja auch den ersten und den dritten Teil gedreht und ist sich jetzt hier eigentlich ziemlich selbstsicher und sagt, ja, Teil 3 schließt nicht nur diese zweite Trilogie ab, sondern auch das, was ein Steven Spielberg damals mit Jurassic Park begonnen hat. Somit hört sich das bei ihm natürlich erstmal recht final an. Aber sein Produzent Frank Marshall hat schon vor einiger Zeit verkündet, wir lassen uns alle möglichen Türen offen, um in diesem Jurassic-Franchise noch weitermachen zu können. Ja, die Aussage war sogar gewesen, dass Jurassic World Dominion nur der Türöffner für ein großes Franchise sein wird. Also, ja. Man hat natürlich abgewartet. Ne? Wenn Jurassic World Dominion total gefloppt wäre, hätte man gesagt, das ist ja auch das Finale, wir machen da nichts mehr. Wenn der Film allerdings erfolgreich ist finanziell, dann machen wir natürlich weiter. Und so war das eigentlich ganz clever. Haben sie auch bei Star Wars gemacht. Ne? Rise of Skywalker, das große Finale. Jetzt bekommen wir doch noch einen Film mit Rey, der nach dem Film spielt. Also war das nicht das große Finale der Skywalker-Saga, weil Rey nennt sich ja auch selber Skywalker. Deswegen das große Finale ist meistens echt Bullshit. Das ist nur Marketing, damit wir da reinrennen und uns denken, das müssen wir unbedingt sehen, weil hier endet ja die Geschichte. Das stimmt nie eigentlich, oder? Ich meine, Marvel hat's, da kann man anfangen, jetzt einiges aufzuzählen.
Was natürlich auch niemanden verwundern dürfte, weil die beiden Jurassic World Filme allein waren so, so verdammt erfolgreich. Und ich gehe auch mal davon aus, dass Jurassic World 3 verdammt erfolgreich sein wird. Also wird man das hier nicht einfach auf Eis legen. Dafür sind jetzt gerade auch nach Jurassic World... Wenn ich das schon wieder sehe, diese Handbewegung, ey, das ist echt... Mann, da werde ich sauer bei Jurassic World Dominion. Das ist nicht einfach nur, weil ich einen Film nicht mag, da werde ich echt sauer, wenn ich das sehe. Zu viele Möglichkeiten im Raum, aus denen man was machen kann. Und bislang ist das Jurassic-Franchise ja eins, das sich nur auf die Filme konzentriert hat. Es gibt zwar diese Netflix-Serie Jurassic World Neue Abenteuer. Sag jetzt nichts Falsches, Sebastian. Sag jetzt nichts Falsches. So eine Animationsserie, die, wie ich gehört habe, auch tatsächlich ziemlich gut sein soll. Aber ansonsten hat man da tatsächlich noch nicht viel weiter gemacht. Und ich will jetzt hier halt mal schauen, was man machen könnte. Und alle Theorien, die ich jetzt hier irgendwie in den Raum werfe, könnte man sowohl als Filme... Die Serie magst du gar nicht. Wieso nicht? Weil die animiert ist. Das ist... Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch meine Schwierigkeiten mit diesen Animationen, habe ich auch bei Star Wars Clone Wars gehabt. Wenn du dich aber so ein bisschen darauf einlässt, und gerade bei Jurassic World Camp Cretaceous, musst du dir die erste Episode, musst du dir wirklich reinprügeln. Da passieren so ein paar Sachen, wo ich mir auch gedacht habe, warum ist das Kanon? Das ist saudumm, dass das Kanon ist. Nur als Beispiel, es gibt im Jurassic World Park, gibt es eine Seilbahn, die aber so tief gespannt ist, dass der Brachiosaurus höher ist als die Seilbahn. Und dann kommt es eben fast zu einem Unfall. Und ein Mensch wäre fast gestorben und die lachen alle so. Ha, guck mal, der hat Angst gehabt. Und du denkst dir einfach nur, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Der ist gerade fast gestorben. Klar hat er Angst gehabt. Das ist, dieser Moment kommt in der allerersten Episode, glaube ich, 2 bis 3 Mal vor, wo du dir denkst, was ist eigentlich mit euch los? Und das verfliegt aber mit der Zeit. Dann, bis Staffel 4 anfängt. Und dann wird's krass. Aber Staffel 1, 2 und 3 kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die kannst du dir auf jeden Fall angucken. Das auch als Serien umsetzen. Zumal, wenn wir bedenken, dass wir ja jetzt nach Jurassic World 3 immer noch Dinosaurier überall auf der Welt verteilt haben, könnte man da wirklich auch so kleinere Miniserien draus machen oder Einzelfilme. Deswegen, alles ist hier wirklich noch offen. Ja, vor allem, das hat einer von euch mir auch geschrieben über Instagram. Und das stimmt. Das Biosyn ist ja immer noch am Start. Das heißt, nur weil Lewis Dodgson nicht mehr da ist, gibt es ja immer noch Biosyn. Und ihr müsst euch überlegen, dass Lewis Dodgson war noch nicht immer der CEO von Biosyn gewesen. In Jurassic Park 1 war Lewis Dodgson nur ein Mitarbeiter. In Dominion war er dann eben der Chef gewesen. Aber das heißt ja, dass diese Grundausgangssituation mit der Dino-DNS irgendwas Militärisches anzufangen, kommt ja dann nicht von Lewis Dodgson an sich. Das kommt von Biosyn. Und Biosyn müsste es eigentlich noch geben. Ich meine, das wird jetzt hier irgendwie alles geschlossen sein nach diesem Vorfall, aber Biosyn, der Grundgedanke, müsste noch existieren. Da könnte man noch irgendwas draus aufbauen, so. Jurassic World 4 steht natürlich auch noch nach wie vor im Raum, weil die Geschichte rund um Owen, Macy und Claire ist ja irgendwo zwar abgeschlossen, aber noch nicht wirklich final abgeschlossen, weil gerade zum Beispiel eine Macy wird ja irgendwann auch nochmal ein bisschen erwachsener werden, da könnte man... Aber krass, also Owen und Claire bräuchte ich jetzt gar nicht mehr, aber krass, dass Sebastian hier auch wirklich Macy anspricht. Da finde ich nämlich auch, wenn eine Figur zurückkehren müsste, dann eben Macy. Die anderen beiden kannst du weglassen. Aber Macy müsste nochmal wiederkommen. Das ist so eine Geschichte, auch mit ihrer Mutter auf der Isla Sorna. Das könntest du alles verbinden mit dem Hurricane Clarissa. Das könnte alles irgendwie zusammenpassen. Das könnte man super gut machen, ja, definitiv. Eine Serie über Macy, die zurück auf die Isla Sorna reist, um herauszufinden, was da wirklich oder woran ihre Mutter da wirklich gearbeitet hat. Und dann könnte man immer wieder Flashbacks einbauen zum Hurricane Clarissa, was damals passiert ist, vielleicht noch Aufzeichnungen von irgendwelchen Kameras. Da könntest du einfach parallel 2 Geschichten erzählen. Einmal eine Fortsetzung zu Jurassic World und eben einmal eine Geschichte, die eben nochmal zurückspringt zu den Ereignissen zwischen Jurassic Park und Jurassic Park 2. Das wäre doch geil.
hier wirklich auch auf sie noch ein bisschen mehr eingehen. Und deswegen will ich hier jetzt einfach mal wirklich so Stück für Stück so meine eigenen Theorien durchgehen, was man alles noch erzählen könnte, um dieses Franchise auszubauen. Ihr dürft mir wahnsinnig gerne und ihr sollt mir unbedingt auch eure Theorien und eure Wünsche zu kommenden Filmen, Serien in die Kommentare schreiben. Aber ich fange jetzt einfach mal. Ich habe meine Theorien, meine Bedürfnisse auf meinem YouTube-Kanal, glaube ich, schon geäußert, deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal auf Sebastians verschiedene Ideen ein. Ich bin da mal sehr gespannt drauf, denn Sebastian ist ja schon sehr kreativ und das Coole ist, immer wenn er so Zukunftsprognosen macht, es geht immer in eine sehr realistische Richtung, weil er diese Kreativität trotz allem noch mit dem, nicht mit Realismus an sich verbindet, wir reden hier von Jurassic World, aber mit einer realistischen Erwartung, wie es weitergehen könnte, verbindet, plus eben noch so eine Prise, das hätte ich gerne. Finde ich immer ganz schön. Weil am Ende von Jurassic World 3 sind einige Fakten ganz, ganz eindeutig. Und zwar vor allen Dingen, ja, Dinosaurier sind immer noch da draußen. Sie existieren immer noch. Wir haben jetzt dieses ehemalige Gelände von Biosyn, auf dem jetzt quasi so eine Art neuer Naturschutzpark entstanden ist, in dem die ganzen Dinosaurier, die da bislang jetzt sind, in Ruhe leben sollen. Gleichzeitig sind natürlich auch noch wahnsinnig viele Dinosaurier in freier Laufbahn. Wir haben es ja zum Beispiel gerade. Und das würde ich auch gar nicht mehr weiter erklären. Dass Dinosaurier sich auf der gesamten Welt verbreitet haben, das kann man ja sehr stark kritisieren, weil es irgendwie, es ist schwer zu erklären, wie das passieren konnte durch das Lockwood-Anwesen, weil das war ein Keller mit 15 Spezies oder so und jetzt sind die überall auf der ganzen Welt. Das würde ich einfach so im Raum stehen lassen. Wir sind jetzt in einer Welt, wo überall Dinosaurier leben. Und der liebe Ali Awada, den wir uns wahrscheinlich im nächsten Stream auch mal angucken werden, der hat einen schönen Kurzfilm dazu gemacht, denn Ali Awada ist super krass, was das Thema Blender angeht. Der macht eigene Kurzfilme, animierte Kurzfilme zum Thema Jurassic Park und jetzt eben auch aktuell zu Jurassic World. Da hat er mit Blender einen Jurassic World Dominion Kurzfilm erstellt, in dem es darum geht, wie ein Farmer auf seiner Farm damit umgeht, dass Dinosaurier in der realen Welt leben. Saugeil gemacht. So Kurzfilme könntest du bringen. So Kurzfilme, die quasi immer verschiedene Erlebnisse von normalen Menschen auf der Welt beschreiben. Wie gehen denn Piloten damit um? Dass wir oft mal Flugsaurier haben, zum Beispiel. Lasst auch mal vielleicht Leute, die mit dem U-Boot unter Wasser sind, auf einmal auf den Plesiosaurus treffen oder auf den Mosasaurus treffen. So Sachen einfach, so kleine abgeschlossene Episoden und schöne Geschichten. Am Ende mit Blue und ihrem Kind, das sind natürlich auch so Beispiele. Dinosaurier existieren halt irgendwo immer noch da draußen. Und das sind einfach... Und das mit Blue und Beta, glaube ich, wird auch auf jeden Fall kommen. Da gibt es auch schon zu viele Aussagen von... Auf jeden Fall wurde da auch schon gesagt, dass da schon eine Idee dahinter war, eine Animationsserie zu machen, nur über Blue und eben Beta. Ob das kommt, keine Ahnung, aber ich könnte wetten, ja. Weil das sind zwei Figuren, die natürlich auch dann sehr viel Merchandise bringen könnten. Ich glaube, das wird kommen, auf jeden Fall. Zwei Prämissen, aus denen man wahnsinnig, wahnsinnig viel rausholen kann. Was wir nie außer Acht lassen dürfen, ist die Tatsache, dass wenn so eine Firma wie Biosyn an Dinosauriern herumexperimentieren kann, dann werden das auch andere können. Und dadurch, dass hier wirklich jeder eigentlich Zugang zu Dinosaurier-DNA hat, besteht... Das könnte man mit einbauen, das stimmt. Im Buch wird es ja auch beschrieben... Im Film, in den Filmen gibt es ja wirklich anscheinend nur Ingen und Biosyn. Später kommt dann eben auch noch Mentacorp mit dazu in der Serie. Sayona Santos gehört auch zu irgendeiner Organisation, die anscheinend jetzt in der neuen Animationsserie eine Rolle spielen soll. Also wir bauen jetzt ja immer mehr Forschungseinrichtungen und Firmen auf, die mit dieser Biotechnologie umgehen. Im Buch ist das ja von Anfang an so. Im Buch heißt es ja, dass diese Biotechnologie so schnell gewachsen ist, dass die direkt kommerzialisiert wurde und es gab nicht mal die Chance, da irgendwelche Sicherheiten einzubauen. Deswegen hat einfach jede kleine Firma direkt angefangen, irgendwas damit zu machen. Die einen haben ja Fische entwickelt, die leuchten konnten, irgendwie so ein Bullshit einfach. Die anderen haben
Hautzellen entwickelt, die nach deinem Lieblingsparfüm riechen, dass du immer nach deinem Lieblingsparfüm riechst und so Sachen. Das könnte man jetzt hier mit einbauen. Das heißt, sie könnten aber auch wirklich weggehen von der Thematik Dinosaurier. Das wäre jetzt hier eine Gefahr. Ich würde es nicht schlecht finden, weil irgendwann hast du auch genug gehört über Dinosaurier. Irgendwann ist die Thematik auch irgendwo fertig. Aber es könnte wirklich so kommen, wie Sebastian jetzt gerade sagt. Ja, es könnten weitere Firmen auftauchen. Natürlich auch immer die Gefahr, dass da irgendjemand die wissenschaftlichen Errungenschaften weiter fortführt. Ein Henry Wu hat sich zwar in Jurassic World 3 ein bisschen rehabilitiert und kämpft jetzt wieder auch für die gute Seite, aber seine Forschungen sind immer noch irgendwie für alle zugänglich. Das heißt, irgendjemand könnte das auch missbrauchen. Man könnte hier zum Beispiel eher in so eine Godzilla-artige Richtung denken, dass ich hier... Das wäre mein Traumszenario. Einfach so sehen, wie das quasi das Ende von Jurassic Park 2 von The Lost World sowas eben nur in verschiedene Episoden packen. Von mir aus auch so, es wird irgendwie eine Stadt komplett abgeriegelt und abgeschottet und in dieser Stadt muss dann in einer Kleinstadt, so im Stephen King-Szenario, sind dann einfach Menschen mit Dinosauriern eingesperrt von der Regierung und den Grund weiß man erst gar nicht und dann kommen dann da, ja... schon so ein bisschen Horror-Feelings auch auf. Aber das werden sie nicht machen, weil es muss ja die Masse ansprechen. Gerade auch die Kinder, weil die wollen ja zu Weihnachten Stofftiere geschenkt bekommen und ich kann Blue auch nicht mehr sehen, ich kann euch da komplett nachvollziehen, aber es wird so kommen. Wenn man wirklich die schlimmsten Sachen aus Dinosauriern in ein Wesen packt und wir dann auf einmal einen Monster haben, das frei herumläuft und eine ganze Stadt terrorisiert, dann müsste man natürlich wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr denkt, okay, das ist Godzilla, nur dass es jetzt halt ein Dinosaurier ist. Aber sowas könnte man theoretisch machen. Was natürlich auch immer noch sehr, sehr spannend ist, das haben wir auch schon in Jurassic World 2 und jetzt auch in 3 wieder erlebt, der Schwarzmarkthandel ist unglaublich groß. Gerade in Jurassic World 3 haben wir auch diesen merkwürdigen Marktplatz, wo... Ja, der Schwarzmarkthandel wurde aber auch nur in den Film eingeführt, damit sie eine Begründung dafür haben, dass Dinosaurier auf der ganzen Welt verstreut sind. Da würde ich jetzt keinen Film drüber brauchen. Der Schwarzmarkt, der war eh sehr seltsam. Das war eine ganz, ganz komische Sache. Dinosaurier gegeneinander kämpfen müssen, wo die halt wirklich verkauft werden als Wachtiere, als Kampftiere, als neuartige Soldaten. Und wenn man das jetzt hier auch verbindet, dass irgendjemand diese Forschung weitertreibt, könnte da ja auch irgendeine Organisation auftauchen, die Dinosaurier als Waffen... Gott, wäre das kacke. Nutzen. Hier könnte man dann zum Beispiel auch neue und alte Figuren wieder mit reinbringen. Also ein Owen könnte hier einen Gastauftritt haben, weil er sich natürlich gut mit Dinosauriern auskennt. Gleichzeitig hätten wir da ja auch noch die Wanda Wise, die uns das... Das könnte sein, dass Kayla nochmal eine Rolle spielt, dass Kayla vielleicht auch einen eigenen Film nochmal bekommt, was der Figur wirklich gut tun würde, dass man da ein bisschen mehr weiß. In Jurassic World Dominion gibt es eine Szene, wo Owen und Kayla ein bisschen über Kayla reden und das ist die Szene hier, wo sie übers Eis laufen und aus dem Nichts heraus anfangen, über Privatsachen zu reden, weil wir noch ein paar Infos in den Film reingepresst bekommen müssen. Wir haben ja keine Zeit, um die Figur auszuleuchten. Deswegen pressen wir einfach jetzt alles in diesen Film rein. Das würde der Figur wirklich gut tun. Sie braucht einen eigenen Film und Maisie braucht auch einen eigenen Film. Lass Owen und Claire da jetzt endlich mal raus. Die Figuren, die haben keine Charakterentwicklung gehabt. Die waren am Anfang von Jurassic World dieselben wie jetzt am Ende bei Dominion. Da brauche ich keinen Film mehr über die beiden. Bitte keinen Dino Riders draus machen. Ich glaube nicht, dass es so weit geht. Ich glaube, die fahren schon noch mal ein Stückchen zurück. Aber die Geschichte muss eben doch weitererzählt werden. Möglicherweise ja. Ich habe es vorhin auch schon hier im Chat gelesen, mit Säbelzahntigern, denn die sehen wir auch in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous schon. Es gibt im Jurassic-Universum also Säbelzahntiger. Diese Tiere gibt's im Universum, das ist offiziell Kanon. Von daher, warum nicht?
erste Mal in Jurassic World 3 als Kayla vorgestellt wurde, diese taffe Fliegerin, die ja unter anderem auch für einige verdächtige Truppen hier Material geliefert hat. Und sie könnte hier vielleicht auch so eine Art neue Hauptfigur werden, mit der wir dann wirklich durch die Welt reisen und sehen, wie diese unterschiedlichen Organisationen Dinosaurier auch missbrauchen. Da hätte man theoretisch sogar auch die Möglichkeit, Henry Wu nochmal ins Spiel zu bringen, der ihr dabei unterstützend zur Seite steht. Das könnte ich mir zum Beispiel auch wahnsinnig gut als Serie vorstellen, die uns dann wirklich an die unterschiedlichsten Orte auf der Erde bringt, damit wir wirklich mal ein Szenario haben mit, keine Ahnung, Dinosauriern auf dem Eiffelturm, Dinosaurier hier bei uns in Berlin oder Dinosaurier in Japan, obwohl, dann wären wir wieder bei Godzilla. Ich würde das Setting irgendwie voll geil finden, Dinosaurier in Ägypten. Ich weiß nicht wieso, ich wollte auch schon mal Godzilla nach Ägypten verfrachten, was wir jetzt ja sogar anscheinend tatsächlich bekommen mit Godzilla Cross Kong. Da gab es ja schon erste angebliche Setbilder. Ob die stimmen, werden wir erst noch sehen. Aber ich finde dieses Ägypten-Setting mit Dinos doch irgendwie sehr faszinierend. Keine Ahnung warum. In meinem Kopf ist das alles ziemlich geil. Ja, wenn Colin Trevorrow nicht am Regiestuhl sitzt, passt das auch, glaube ich. Hier kann und sollte man mal wirklich dieses World in Jurassic World ausnutzen und uns einfach unterschiedliche Szenarien zeigen. Und was würde sich dafür halt besser eignen, als wenn wir eine Agentin hätten, die vielleicht um die Welt reist, um irgendwelche Syndikate zu stoppen, die eben Dinosaurier als Waffen missbrauchen wollen. Aber dann dabei Serie, könnte man gerade kein in Film. So einer Storyline auch wirklich gut immer mal wieder Cameos einbauen, sowohl von den Jurassic Park Darstellern, die ja jetzt hier vor allen Dingen in Jurassic World 3 aufgetaucht sind, oder aber eben auch Owen und Claire oder Macy, weil man die hier natürlich immer wieder als beratende Figuren mit an Bord holen könnte, ohne dass sie hier jetzt den Fokus der... Also als Cameo würde ich die auch noch akzeptieren, Claire und Owen, aber nicht als Hauptfiguren. Macy als Hauptfigur, ja, das wäre interessant auf jeden Fall. Reihe auf sich wieder zurückholen. Gleichzeitig, und das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, könnte man auch irgendwie die nächsten Geschichten aus diesem Jurassic World Franchise rund um Macy spinnen, weil sie wird ja schon zum Fokus von Jurassic World 3, weil alle irgendwie was von ihr wollen, weil ihre DNA-Struktur natürlich auch was ganz Besonderes ist, weil sie der erste richtige, echte, menschliche Klon ist. Und man könnte jetzt natürlich auch so ein bisschen in so eine Richtung gehen, Coming-of-Age-Drama, in dem man halt sieht, wie der erste menschliche Klon in einer Welt voller Menschen und voller Dinosaurier aufwächst. Hier hätten wir dann auch wieder gute Cameo-Möglichkeiten für Bryce Dallas Howard und Chris. Lass die doch mal weg jetzt. Aber man könnte den Fokus mehr auf sie richten und hier dann ihre Geschichte weiter auserzählen, wie sie... Ja, aber du brauchst doch keine Claire und kein Owen, um die Geschichte weiterzuerzählen. Sie hat eine Mutter auf der Isla Sorna gehabt. Ich sag's immer wieder, auf der Isla Sorna ist verdammt viel passiert, was wir nie gesehen haben. Der Aufbau dieser Zentren auf der Isla Sorna war quasi auch ein Park aufgebaut oder mehr so ein riesiges Reservoir, wo Dinosaurier frei auf der Insel rumlaufen durften, weil die haben ja Feldtests mit denen gemacht. Auf der Isla Sorna haben sich ja die Menschen selber in die Gehege eingesperrt aus Schutz, um Dinosaurier eben frei herumlaufen lassen zu können, um mit denen eben Feldtests zu machen, bis dann irgendwann der Hurricane Clarissa auf die Insel gekracht ist und alles zerstört hat. Charlotte Lockwood, die Mutter von Macy, müsste das ja theoretisch irgendwie mitbekommen haben. Das könnte man super geil miteinander verbinden. Vielleicht auch nochmal zurückgeht in ihrer Vergangenheit und erfährt, was es mit ihrer Mutter wirklich auf sich hat. Das erfahren wir zwar jetzt auch alles in Jurassic World 3, aber man könnte es theoretisch mit rückblenden Storylines noch viel weiter ausbauen, könnte hier dann vielleicht Geschichte rund um die Entstehung von Jurassic Park noch ein bisschen mehr auf diese wissenschaftlichere Schiene packen. Das glaube ich halt auch, dass du mit der Geschichte von Macy und eben der Isla Sorna sogar noch weiter zurückspringen könntest. Du könntest noch auf die Isla Nublar zurückspringen. Du könntest wirklich Vorgeschichten erzählen. Das wäre natürlich auch ziemlich geil, wenn du gleichzeitig eine Serie rausbringst, die die Geschichte weiter vorantreibt, aber eben auch nochmal zurückspringt und einzelne Sachen nochmal aufklärt oder aufzeigt, die damals passiert sind. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Sid soll in Jurassic World vorkommen. Das würde mich auch nicht mehr wundern.
und hier dann ein großes menschliches Drama erzählen. Und wenn wir schon danach gehen, dass wir bestehende Charaktere aus diesem Franchise rausnehmen und ihnen eigene Geschichten geben, dann sind da natürlich noch diese ganzen Aktivisten, die sich für die Rechte von Dinosauriern einsetzen. Da hatten wir zum Beispiel so jemanden wie Franklin Webb oder Zia Rodriguez, die hier theoretisch auch noch eine größere Rolle spielen. Nein. Könnten. Und das ist dann aber auch wieder was, das kann sich auch durch alles andere ziehen. Also egal, was ihr macht, aber die beiden doch nicht. Was? Nein. Dann doch lieber Claire und Owen, aber nicht die beiden. Schon vorhin erwähnt habe, gerade wenn wir daran denken, dass man hier vielleicht den Schwarzmarkthandel mit Dinosauriern weiter ausbaut. Das hat man ja natürlich auch schon immer wieder in Jurassic World und auch in der Anfangssequenz von Jurassic World 3 gesehen. Aber auch das könnte man jetzt hier gerade als Serie viel globaler denken mit unterschiedlichen Stationen auf der Welt, um einfach zu zeigen, wie diese Aktivisten hier auch vorgehen. Wenn man es ganz simpel halten will, dann kann man auch einfach sagen, auf diesem Biosyn-Gelände, wo ja diese ganzen Dinosaurier sind, bricht wieder irgendein Vulkan aus, gibt es wieder... Nein, das muss jetzt ja nicht alles dann nochmal wiederholen, aber das Biosyn-Gelände ist immer noch da. Die Forschungseinrichtungen sind immer noch da. Könnte man nur irgendwas mitmachen. Es ginge schon. Warum können die nicht einfach dich einstellen? Als Drehbuchautor, meinst du? Nee. Ich weiß nicht, ob ich das so viel besser machen würde. Bei dem ganzen Gemecker ja, aber du entscheidest ja nicht alleine. Da geht ja noch wesentlich mehr mit ein. Und ich glaube, dass Jurassic World so ein typisches Projekt ist, was auch dem Studio zum Opfer gefallen ist. Glaube ich schon, dass da sehr viel das Studio eben auch sagt, Mama, das Ganze ein bisschen kinderfreundlicher. Haben wir noch einen Velociraptor, der irgendwie süß ist für Kuscheltiere? Ach, Blue, okay. Haben wir noch einen anderen Velociraptor, wenn Leute Blue schon haben? Beta, alles klar, bringen wir die doch mal mit rein. Das läuft schon so ab. Da guckt man schon aufs Marketing auch. Da hast du nicht so viele Freiheiten, glaube ich. Irgendein Erdbeben und die sind da auch wieder alle in Gefahr. Das wäre dann zwar wirklich einfach nur eine 1:1 Kopie von Jurassic World 2, aber theoretisch ist natürlich auch sowas möglich. Wenn man ganz verrückt ist, könnte man auch noch zu den Zeiten von Jurassic Park zurückkehren und uns vielleicht nochmal einen Film geben, in dem es nur um Dr. Alan Grant und Ellie... Irgendwie habe ich so im Gefühl, dass es wirklich noch passieren könnte, dass wir wirklich eines Tages einen neuen Jurassic-Film angekündigt bekommen, wissen aber noch nicht, wie der heißt, und irgendwann wird dann einfach nur auf Twitter oder auf Instagram von Universal der Titel geleakt, Jurassic Park 4. Und es würde funktionieren, wenn dieser Film einfach zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World spielt. Da ist ja noch Spielraum, da kann doch irgendwas passiert sein. Ich würde mich so drüber freuen. Das wäre wirklich schon geil. Geht, die ja am Ende von Jurassic World 3 wirklich jetzt ein Pärchen werden. Da kann man dann natürlich auch wieder Ian Malcolm mit reinbringen oder auch die neuen Figuren. Oder man sagt sich einfach, okay, wir machen mit diesen alten Charakteren wirklich nochmal zumindest einen Film oder eine kleine Miniserie, um auch nochmal deren Sichtweise zu zeigen. Weil gerade diese alten Charaktere könnte man auch noch in einer neuen Geschichte unterbringen. Theoretisch könnte man sie auch wirklich wieder in alles irgendwie mit einbinden, einfach als zu Art Mentoren, die hier vielleicht in einem Hauptquartier für die Kämpfe rund um die Dino-Rechte sitzen und dafür sorgen, dass wirklich... Es wäre natürlich eine Idee, aber das würde ich doof finden. Ich finde, man sollte einfach wirklich zu normalen Menschen noch zurückgehen. Die Sache mit Macy finde ich eine geile Idee. Das sage ich ja auch. Macy könnte man noch wesentlich mehr draus erzählen. Ich meine, die ist ja einfach... Macy ist ja die... Macy ist das Produkt aus den ganzen Fehlschlägen, die in Jurassic Park und Jurassic World passiert sind. Und sie funktioniert. Ja, das kann man doof finden mit dem Klon. Es ist ja kein richtiger Klon, aber es ist ein Klon, der ausgetragen wurde von der eigenen Mutter. Also noch ein Klon. Aber trotz allem kann man das jetzt auch weitererzählen. Das stimmt schon. Aber ich würde trotz allem sagen, geht weg von den Hauptfiguren, geht weg von Owen und so, geht weg von Hauptzentralen. Das haben wir jetzt alle schon zu Genüge gesehen. Einfach mal Menschen zeigen, die wirklich keine Ahnung haben, was sie machen sollen. Wie in dem Film Battle at Big Rock, das war doch geil. Das war so menschlich einfach. Ein Owen, der wieder bei der Navy war, der die Lophosaurus erwürgen kann.
mit einer Claire, die wieder im Hauptzentrum von Jurassic World gesessen hat und alles unter Kontrolle hatte. Und die wissen alles immer. Das ist langweilig. Genau weiß, okay, das ist der Dinosaurier, mit dem musst du so umgehen und so. Also hier kann man wirklich ein großes Franchise machen, das sich immer noch auf diesen Kern konzentriert, aber auch wirklich sehr viele neue Charaktere und neue Schauplätze einführt. Und das, glaube ich, ist so das Wichtigste, was die Macher rund um dieses Franchise beachten sollten. Wenn wir jetzt nach wie vor in diesem Szenario sind, dass Dinosaurier überall auf der Welt verteilt sind, dann schickt uns bitte auch überall auf die Welt in unterschiedlichen. Im Endeffekt können sie aber auch einfach das machen, was ja Jurassic World Dominion auch schon gemacht hat. Eine Geschichte erzählen, die einfach in einer Welt spielt mit Dinosauriern. So, keine Ahnung. Du machst jetzt irgendwie einen Film über einen Bankraub. Ja, Jurassic Thieves oder so ein Kram. Und dann wird aber einfach der Faktor mit eingebracht, dass dieser Bankraub in einer Welt passiert, in der Dinosaurier leben. Und das kann man irgendwie dann noch aufdröseln. Das kannst du zu verschiedenen Sachen ja machen. Das heißt, du musst ja nicht zwingend jetzt irgendwie eine Geschichte erfinden, dass erneut eine neue Firma aus dem Boden kommt, die Dinosaurier wieder zu Waffen machen will. Das kennen wir alles schon. Die sind jetzt ja da, Dinosaurier. Du kannst einfach so ganz normale Alltagsgeschichten, wie ich schon gesagt habe, erzählen oder eben auch spannende Thriller, Detektivgeschichten, Krimis in einer Welt mit Dinosauriern. Jetzt kannst du quasi alles machen in der Welt von Dinosauriern, eben einfach nur. Zum Beispiel. Solofilm oder in Serien oder keine Ahnung wie. Aber ich will nicht, dass sich sowas wiederholt wie in Jurassic World 3, der mich halt... Niemand will, dass sich das wiederholt wie in Jurassic World 3. Das will keiner. Du willst ja auch nicht, dass dir zweimal in die Eier getreten werden. Beim ersten Mal weißt du, das tut unfassbar weh. Du willst kein zweites Mal erleben. Das ist bei Jurassic World Dominion genauso gewesen. Das will niemand, will das. Dahingehend enttäuscht hat, dass wir nicht wirklich viel von der Welt an sich gesehen haben, sondern am Ende wieder in irgend so einer Art Park waren, nur dass es halt nicht Park genannt wurde. Und es hat brennende Heuschrecken geregnet. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. In solchen zukünftigen Projekten könnte dieses Franchise halt wirklich sowas viel mehr austesten. Wenn wir wirklich sagen, an denen wird weiterhin rumexperimentiert, es entstehen neue Rassen, vielleicht entstehen irgendwann ja auch Mensch-Dinosaurier-Hybriden, wenn wir... Okay, das wäre dann wirklich der Punkt, wenn Jurassic World Dominion der Tritt in die Eier ist, dann wäre die Idee jetzt hier mit den Mensch-Dinosaurier-Hybriden, die ja auch fast umgesetzt worden wäre in einem Jurassic Park 4, das wäre dann quasi, wenn dir jemand mit Stollen in die Eier reinkrätscht. Als Vergleich dazu. Ich habe, glaube ich, sogar mal gemeint, dass diese Idee gar nicht so schlecht wäre, aber das war, da habe ich einen anderen Tag gehabt, glaube ich. Das wäre wirklich, nee. Es wäre fast so weit gekommen. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, zu wie Jurassic Park 4 hätte fast ausgesehen. Das Bild dazu, das ist davon. Ja, tatsächlich. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr das hier auf YouTube gerade seht. Da haben wir sie dann, die Echsenmenschen. Ja, tatsächlich. Und dann machst du irgendwann noch eine Dokumentation darüber und dann flippen alle wieder aus und sagen, ich wusste es doch, die Echsenmenschen sind da. Ja, nee, also das brauche ich jetzt auch nicht. Mensch-Dino-Hybride, es wäre wieder relativ schlüssig nach allem, was in Jurassic Park und Jurassic World passiert ist, ja. Aber hier muss man dann doch so ein bisschen dran denken, will ich das sehen? Oder du machst halt was ganz Krasses, oder was ganz, eine ganz krasse Idee jetzt, passt mal auf. Ganz krasse Idee. Wir bekommen einen neuen Film, der weder Jurassic noch Park noch World heißt. Der heißt nicht mal, der hat nicht mal Jurassic im Namen drin. In dem Film geht es darum, dass eine Gruppe von Menschen in einem Raumschiff unterwegs ist und auf einem Planeten landet, auf welchem seltsame außerirdische Wesen diese Menschen jagen. Wie so ein Horrorfilm. Und dann kommt einfach am Ende des Films heraus, dass dieser Film eine Fortsetzung zu Jurassic World Dominion ist, der aber einfach Jahrzehnte nach diesem Film spielt und erklärt, dass die Menschen irgendwann angefangen haben,
Mensch-Dino-Hybride zu erschaffen. Und daraus kamen dann eben Dinosaurier, wie die jetzt hier, die, naja, menschliche Intelligenz hatten, aber eben die Kraft durch den Körper der Dinosaurier. Ja, so ein Planet der Affen-Ding. So Planet der Affen trifft auf Alien, so ein Kram. Ja, aber auch scheiße. Aber das könnte man auch daraus machen. Wird Macy einen richtigen Klon haben und wir die Möglichkeit haben, auch Dinosaurier zu klonen, könnte man das... Sebastian ist schon ein bisschen fasziniert von der Idee, glaube ich. Sebastian ist so ein bisschen fasziniert von der Idee, Dinosaurier-Mensch-Hybride auf die Leinwand zu bringen. Auch irgendwie verbinden. Aber er hat auch kurz zuvor Jurassic World Dominion gesehen, da bist du eh seelisch gebrochen. Wahrscheinlich kommt das davon. Dann wird es natürlich komplett abgedreht, aber hey, warum nicht? Warum nicht? Das kann man doch wirklich alles mal austesten, um einfach mal zu schauen, okay, springen die Leute darauf an oder wird das dann doch irgendwie ein bisschen zu gaga? Da muss man natürlich auch aufpassen, weil Fast and the Furious hat auch irgendwann ganz normal angefangen und ist jetzt ein sehr, sehr merkwürdiges Franchise, wo wir ins All fliegen. Und bei Jurassic Park, Jurassic World könnte man das theoretisch auch machen, dass wir irgendwann Dinos im Weltall haben oder keine Ahnung was. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen, wie die Fans auf bestimmte Sachen reagieren. Aber warum nicht auch Mensch-Dino-Hybride? Oder Universal sagt eben einfach, okay, wisst ihr was, scheiß drauf, wir machen mit Sony eine Kooperation und machen jetzt wirklich einen Dino-Crisis-Film. Und mit dem können wir ein bisschen abdrehen, lasst Jurassic einfach erstmal so ein bisschen sacken. So, da gehen wir nicht in die Richtung, wir machen das mit so einem Crisis-Ding. Das Dino-Crisis-Ding, das wäre vielleicht noch was. Naja. Das wäre auf jeden Fall mal was ganz, ganz Neues. Aber wie gesagt, das sind nur so meine wirren Gedanken, wie es mit Jurassic World 4 oder überhaupt mit diesem Franchise weitergehen könnte. Jetzt frage ich natürlich wie immer euch, was wären so eure Wünsche, was wären so eure Ideen für ein Jurassic World 4 oder für ein ganz neues Jurassic World? Also meine Idee und meine Theorie ist ja, dass Jurassic World als Serie fortgesetzt wird, wie jetzt mit der neuen Animationsserie Jurassic World Chaos Theory. Die Serie soll ja offiziell eine Brücke schlagen zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion, soll aber auch mit Staffel 1 in die Ereignisse von Jurassic World Dominion mit einsteigen. Unter anderem soll, wenn die Serie erfolgreich wird, Staffel 2 eine weitere Brücke bilden. Das heißt wahrscheinlich eine Brücke von Dominion zu den nächsten Filmen. Also wird es dann wohl so ablaufen, dass wir alle 2 Jahre dann irgendwann neue Jurassic Continent oder Jurassic Era Filme bekommen werden und eine Animationsserie, die immer wieder Brücken schlagen könnte. Parallel dazu hätte ich gerne noch Filme, wie Sebastian auch vorhin schon gesagt hat, die möglicherweise die Ereignisse von Jurassic Park nochmal aufgreifen, nur aus anderer Sicht. Vielleicht waren auch noch andere Gäste da, die zum Test im Jurassic Park waren, die nichts davon wussten. Oder andere Parkmitarbeiter oder ähnliche Sachen wie die, die in Jurassic Park The Game passiert sind. Das Spiel ist zwar nicht Kanon, wäre aber geil, wenn. Das könnte man eben nochmal verfilmen. Man könnte Macys Geschichte weitererzählen, obwohl das dann wahrscheinlich eher in den Filmen passieren würde. Ich würde gerne auch den Hurricane Clarissa mal sehen in einem schönen Film oder in einer Serie. Die Ereignisse, die da passiert sind. Und eben das Amalgam-Testing könnte man dann eben auch gleich mit aufgreifen. Du hast halt schon Möglichkeiten, das Ganze zu erklären, ohne Mensch-Dino-Hybriden einzufügen. Und wenn das dann passiert, dann ist es halt auch so. Dann, was willst du machen? Ja, so viel dazu. Gut, dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Jurassic World 4. Sebastians Ideen dahinter. Interessant, dass da auch so ein paar aufgeflackert sind, die ich auch schon geäußert habe, so mit Macy und dem ganzen Kram. Das finde ich immer ganz schön. Fast and Furious 11 macht Vin Diesel den Todesstern kaputt. Ich habe auf den Malediven, also auf dem Weg zu den Malediven, habe ich Fast and Furious 10 im Flugzeug geschaut. Und eigentlich kann ich mir sowas angucken und mir nicht denken, ich werde gerade dümmer. Da war es wirklich so.